Wenn man einem Koch mitteilt, dass seine Mahlzeit sehr kreativ oder gesund schmeckt, dann weiß er, was gemeint ist. Außer er ist aufgrund seiner Intelligenz nicht dazu in der Lage, die versteckte Information zu empfangen. Dann kann es sogar passieren, dass er diese Aussage für ein Kompliment hält. Wenn man nun einem eher schlichten Flüchtling aus Ländern mit anderem kulturellen Hintergrund mitteilt, dass bei uns die Frauen gleichberechtigt sind, dann kann es wohl sein, dass die darin enthaltene Information, nämlich dass das nun für ihn auch gilt, dass er nun Frauen gleichberechtigt behandeln muss, weil er ja nun bei uns ist, dass diese Information nicht bei ihm ankommt. Schließlich hat man ihm das ja nicht gesagt. Er hat nur die Information bekommen, dass bei uns die Frauen gleichberechtigt sind. Es wäre also meines Erachtens nach unbedingt nötig, mit solchen Flüchtlingen Klartext zu reden und das, was man von ihm erwartet, ihm auch klipp und klar mitzuteilen. In einer Sprache, die dieser versteht und in einer Weise, dass er versteht, dass das auch ernst gemeint ist. Danke.